Und live aus Dornbirn ist uns jetzt Landeshauptmann Markus Wallner zugeschaltet. Guten Abend. Schönen guten Abend, Armin. Herr Landeshauptmann, wie schnell es selbst in Ihrem Vorzeigebundesland, derzeit Vorzeigebundesland gehen kann, haben wir heute gesehen. Ein Riesencluster im Kindergarten, in Hörbrands, Fälle in einer Schule. Am Abend haben Sie ein ganzes Tal, das Leiblachtal, abgesperrt. Dort herrscht nun ab Donnerstag eine Ausreisetestpflicht. Muss dort jetzt auch wieder zugesperrt werden? Nein, das sehe ich im Moment nicht so. Und man muss natürlich einen Blick auf die Gesamtinzidenz werfen. Die ist im Moment bei 78. Aber Sie haben insofern recht. Es ist von gestern auf heute um 12 Punkte angestiegen. Das ist schon ein Signal, dass es auch in andere Richtungen gehen kann. Aber 78 ist natürlich nach wie vor ein österreichischer Spitzenwert. Da sind die meisten Bundesländer, vor allem in Ostösterreich, weit darüber. Manche bis zum Drei- und Vierfachen. Bis wir dort sind, da muss ja noch viel geschehen. Aber ja, man muss sehen, wenn so ein Cluster auftaucht, dann ist das gerade jetzt, wo wir mit vorsichtigen Öffnungsschritten arbeiten, ist es umso wichtiger, dass man dann, ich würde sagen, relativ klar, konsequent, ein Stück weit auch aggressiv vorgehen muss. Und das haben wir natürlich heute entschieden. Wir sind auch nicht gefeit vor Clusterentwicklungen da und dort. Und das ist im Leiblachtal heute so passiert, in der Gemeinde Hörbrands. Und deswegen war es für mich völlig klar, Modellregion hin oder her, wenn ein Cluster irgendwo auftaucht und man den Eindruck hat, das steigt stark an. Die Gemeinde Hörbrands war vor 2-3 Tagen noch bei 0 Fällen, heute über 40. Das heißt, da ist was in Bewegung gekommen. Die britische Mutation ist dort angekommen. Das kann nur bedeuten, so wie woanders da natürlich auch sofort einschreiten. Wenn man das bei einer geringeren Inzidenz noch tun kann, ist man ja an sich noch in einer guten Ausgangsposition. So schnell kann es gehen, Sie sagen es ja selber. Aber die Experten sagen auch, diese Zahlen, die Inzidenzen, die werden weiter steigen, spätestens zu Ostern. Da werden tausende Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die in anderen Bundesländern arbeiten oder studieren, nach Hause kommen. Ab welchem Wert schrillen denn bei Ihnen die Alarmglocken? Da müssen Sie wieder zusperren. Na, es ist ja auch mitdiskutiert worden in Wien, und das halte ich für besonders wichtig, dass wir nach zwölf Monaten Pandemie auch etwas neue Strategien ausprobieren. Und im Beitrag hat man es vielleicht nicht so gut gesehen, aber diese Öffnungsschritte auch in der Gastronomie, vor allem aber bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Sport, bei Bewegung, dort ist es ja fast noch wichtiger gewesen, die passieren eigentlich recht verantwortungsvoll, sie passieren recht behutsam. Und es gibt einen großen Unterschied auch zum benachbarten Deutschland oder der Schweiz. Wir steigen da nur ein mit einem massiven Testvolumen. Das heißt, jeder, der dort überhaupt hinein möchte, der muss einen Zutrittstest dabei haben. Und der darf nicht älter wie 48 Stunden sein. Und das hat das Testangebot insgesamt massiv im Land erhöht. Wir sind innerhalb von einer Woche bei den Tests um 67% angestiegen. 105.000 Tests pro Woche wurden vergangene Woche angeboten. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Strategie, wenn man sagt, wohin geht das Ganze überhaupt? Wir haben 2 oder 3 Patienten auf der Intensivstation, sozusagen eigentlich praktisch nichts. Und von dieser Position aus, bei einer Inzidenz von 78, bei einer guten Kontaktnachverfolgung, bei einer guten steigenden Durchimpfungsrate, ist es höchste Zeit, meiner Meinung nach, dass man nicht nur von einem Lockdown in den anderen stolpert, sondern auch gut überlegt, mit welcher Strategie man weiter vorgeht. Wir werden es versuchen. Und ich kann nur raten, möglichst viel auch mit Testen zu verbinden. Weil ehrlich gesagt, es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder man läuft eigentlich sehr schnell in den nächsten Lockdown, oder man impft und testet, oder andere Reihenfolge. Man testet und impft. Und das Zweite versuchen wir im Moment besonders intensiv zu machen. Weil mit diesen Zutrittstests gehe ich ja davon aus, dass zum Beispiel in der Gastronomie eigentlich nur Leute am Tisch Platz nehmen, die Regeln einhalten, die Maskenpflichten verfolgen, die auch die Regeln am Tisch einhalten, die Abstände einhalten und die natürlich auch getestet sind. Es sollte nur ein negativ Getesteter überhaupt Platz nehmen dürfen. Mhm. Herr Landeshauptmann, jetzt haben Sie uns sehr wortreich den Vorarlberger Weg erklärt, haben wir auch im Beitrag gesehen. Aber die Frage, die ja offen bleibt, ist die einer transparenten Entscheidungsgrundlage nach dem gestrigen Gipfel. Und da sehen wir vor allem in Ostösterreich, die fehlt einfach. Gestern konnte sich der Gesundheitsminister nicht durchsetzen gegen Ihre Kolleginnen und den Kollegen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Derzeit wird verhandelt. Und das, obwohl die Intensivstationen in Wien bummvoll sind. Das muss ja in Ihrem Sinne sein, dass auch bei so einer Maßnahme, also vollen Intensivstationen, hier ein harter Lockdown her muss. Sonst schwappt auch die dritte Welle bis zu Ihnen in den Westen über. Es gibt schon Größenordnungen. Es stimmt ja nicht, dass man nicht ungefähr einschätzen kann, ab wann das Ganze wieder schwieriger werden kann. Wir kennen es ein bisschen aus der Vergangenheit, wenn auch bei anderem Testvolumen. Die Vergleiche sind immer schwierig. Aber es wurde schon intern diskutiert, zum Teil ja auch öffentlich, dass es Grenzwerte geben muss, etwa bei 400,
bezogen auf einen Bezirk oder eine Region. Das ist immer ein bisschen anders in jedem Bundesland. Aber bei einem Grenzwert von 400, glaube ich, da geht die Sache schon ziemlich ab. Da weiß man schon, dass Schwierigkeiten auftauchen können bei der Kontaktnachverfolgung. Wenn es ansteigt, wird es umso intensiver bei den Intensivbetten. Also ich meine, bei diesen Größenordnungen, da wird man dann schon auch eingreifen müssen. Aber selbst dann bin ich nicht überzeugt, ob die Antwort immer ein Volllockdown sein muss. Ich würde zuerst einmal auch anraten, wir tun das auch, vor allem mit intensiveren Tests zu reagieren. Aber genau das, was Sie angesprochen haben, passiert ja auch einen Tag nach diesem Gipfel nicht. 400, eine Inzidenz. Die Salzburger sagen heute, es gibt ja diesen Erlass des Gesundheitsministers. Dann braucht es eine Ausreisetestpflicht, die Sie ja heute bei einer viel niedriger auch im Laiblachtal verhängt haben. Die Salzburger sagen, dann sperren wir bestimmt nicht den ganzen Bezirk, sondern nur einzelne Ortschaften. Kurzum, die Rechnungshofpräsidentin hat es heute auch gesagt, die Länder gehen nicht mehr mit, die blockieren. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Die Länder übernehmen da massiv Verantwortung, vor allem was das ganze Contact Tracing vor Ort angeht. Und Salzburg ist ein gutes Beispiel, weil dort ist die Inzidenz eigentlich ziemlich hoch im Moment. Ich glaube, sogar über 300, aber eine relativ ruhigere Situation bei den Intensivbetten. Das heißt, das kann auch von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden sein. In Niederösterreich wieder anders, in Wien wieder anders. Bei uns ist praktisch nichts los in dem Bereich. Das heißt, der alleinige Blick auf die Inzidenz wird einfach nicht ausreichen. Ich glaube, ein Orientierungswert von 400 ist sicher eine Größenordnung. Aber auch dann muss man parallel dazu schauen, wie ist das Testangebot, wie ist die Belegung der Intensivbetten, wie ist die Prognose, wie ist der Mutationsanteil. Da gibt es schon beachtliche Unterschiede in den Regionen auch. Und dann, das ist sicher ratsam, und dann muss man natürlich auch ein klares Maßnahmenpaket ableiten. Wir haben heute auch im Laiblachtal bei einer an sich geringen Inzidenzlage in ganz Vorarlberg sehr frühzeitig auch, ich meine, sehr klar reagiert, weil wir natürlich wollen, dass das Ganze auch sehr niedrig bleibt. Aber ja, wie gesagt, das muss in einer Region eingeschätzt werden. Aber die reine Inzidenzzahl, das finde ich immer spannend, dass man sich dort ausschließlich darauf festlegen will. Ich glaube, nach 12 Monaten Pandemie müsste jeder erkennen, dass der Blick alleine auf diese einzige Zahl zwar interessant und wichtig ist, und sie ist ein wichtiges Indiz, aber sie ist auch nicht das Allerwichtigste. Aber Herr Landeshauptmann, dann verstehe ich eines nicht. All diese verschiedenen Messlatten fasst doch die Ampelkommission zusammen und gewichtet sie nach Entscheidungen. Warum aktiviert man nicht einfach die Ampel? Dann ist für jeden ersichtlich, was ab welchem Zeitpunkt passieren muss. Ja, mit der Ampel haben wir unsere Erfahrungen gemacht. Das hatte vor allem damit zu tun, dass auch bei den verschiedenen Ampelfarben und Einschätzungen auch die Rechtsgrundlagen nicht völlig klar waren damals. Da will ich auch nicht lange zurückblicken. Das hat im Wesentlichen nicht so gut funktioniert, wie man es gedacht hat. Das bleibt ein Warnsignal. Letztlich kommt man nicht darum herum, in einer Region oder in einem Bezirk, in einem Bundesland sehr genau zu analysieren, wo die Ursachen liegen, die Kontaktnachverfolgung zu intensivieren und dann auch zu entscheiden. Es kann auch bei geringerer Inzidenzlage, je nach Altersverteilung, eine völlig andere Lage auf der Intensivstation sein wie in einem anderen Bundesland. Das ist eben regional zu bewerten. Und ich halte nichts davon, dass man da jetzt einen exakten, ganz genauen Grenzwert festlegen kann. Das braucht eine Gesamtbeurteilung und die muss natürlich vor Ort auch mit den Experten gemacht werden. Ich vertraue da jetzt schon drauf, auch bei den östlichen Bundesländern. Im Übrigen ist mir das schon wichtig zu sagen, weil jetzt alle sagen, man blickt nach Vorarlberg und so. Da sind die Regeln trotz alledem sehr streng geblieben. Wissen Sie, und ich kenne auch das andere. Also wir waren auch an der Spitze Österreichs, was die schlechte Inzidenzrate angeht. Wir hatten irgendwann einmal im späten Herbst eine Größenordnung von 836 pro Tag an Neuinfektionen und haben uns jetzt relativ mühsam wieder zurückgekämpft mit vielen, vielen noch regionalen Maßnahmen und kämpfen jetzt auch weiter. Ja, wenn ein Cluster auftaucht, muss man eingreifen. Das heißt, ich kenne eigentlich beide Seiten und ich glaube, dass man in den Bundesländern schon das Vertrauen haben kann, dass das vor Ort beurteilt wird und auch reagiert wird. Gut, reagiert wird aber leider unterschiedlich. Ich muss immer ein bisschen kürzere Antworten bitten. Das sehen wir nämlich auch bei der wichtigsten Maßnahme gegen die Pandemie beim Impfen. Können Sie uns erklären, warum seit dem Impfstart in jedem der neuen Bundesländer unterschiedlich geimpft wird? Naja, es gibt eine Impfplanung des Bundes und die sieht verschiedene Phasen vor. Und innerhalb dieser Phasen können auch gewisse Prioritäten gesetzt werden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das grundsätzlich unterschiedlich ist, sondern die Impfphasen werden prinzipiell eingehalten. Aber es stimmt schon, dass in manchen Bundesländern ein wenig anders vorgegangen wurde. Es ist zum Beispiel das Impfen von Pädagogen nicht überall gleich gemacht worden. Wir machen das jetzt im Moment nicht. Wir gehen sehr schnell nach Alter und Risikopatienten vor.
In Wien hat man das anders entschieden. Das kann man respektieren, solange es im Rahmen des Impfplans möglich ist. Ich glaube, das wird eingehalten. Aber es stimmt, es werden da und dort unterschiedliche Akzente gesetzt. Aber das schafft nicht Vertrauen, denn derzeit ist der Erkenntnisstand von uns Bürgerinnen und Bürgern, es ist nicht maßgeblich, wie alt ich bin, welche Vorerkrankungen habe, welchem Berufsstand ich angehöre, sondern wo ich wohne. Dort komme ich dann möglicherweise schneller dran. Schafft das Vertrauen in so einer Krise? Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Kenntnisstand, wenn man es international betrachtet. Und den sollte man, glaube ich, in erster Linie heranziehen. Das heißt, das Impfen nach dem Alter. Nach den Alterskategorien, das ist etwas Entscheidendes, das tun wir. Und natürlich auch die ganzen Hochrisikopatienten. Und dann gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, wo manche die eine oder andere Gruppe auch vorgezogen haben. Das ist im Rahmen des Impfplans auch möglich und kann ich akzeptieren. Aber wenn Sie mich fragen, was die richtige österreichische Strategie wäre, dann glaube ich, ist der Rat der Experten bei einem Blick durch die Weltkarte sozusagen eindeutig. Die Länder, die klar nach Alter vorgehen, die erreichen die beste Durchimpfungsrate im Moment. Und die haben auch die besten Chancen, diesen Lockdowns zu entkommen. Das ist auch der Grund, warum wir das tun. Gut, Sie bleiben dabei. Die Regionalisierung ist eine wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Herr Landeshauptmann, ja. Ich sage danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.